Hast du vielleicht schon einmal Kontakt zu einem Sternenwesen gehabt oder du wünschst dir so sehr, endlich mal mit einem Sternenwesen in Kontakt zu kommen, dann bist du heute genau richtig bei meinem Podcast. Denn am Ende von diesem Podcast werde ich dir eine Übung vorschlagen, wie du in Kontakt kommen kannst. Doch vorher möchte ich gerne mit dir die Aufgaben der Sternenfreunde mit dir zusammen durchgehen und was sie alles für uns tun. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Heute möchte ich gerne mit dir den Kontakt zu den Sternenwesen herstellen. Sie sind eigentlich ständig um uns herum. Sie sind immer da mit ihren Lichtschiffen. Viele haben ihre Lichtschiffe um die Erde herum aufgestellt, um uns in jeder Form energetisch unterstützen zu können. Sie sind spirituelle Mentoren oder Lehrer, die uns dabei helfen, uns selbst besser zu verstehen und unsere spirituellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Sie helfen uns auch sehr gerne, höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Ihre Technologien sind sehr weit fortgeschritten und wir können da von ihnen noch sehr, sehr viel lernen. Und sie sind auch da, uns über ein tiefgreifendes Verständnis des Universums zu helfen. Sie haben viele Übungen an Energiearbeit oder Heilarbeiten, die sie uns zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt mal zu dem ersten Punkt gehen, bei den planetaren Herausforderungen. Unsere Sternenfreunde sind behilflich bei der Lösung von jeden planetaren Herausforderungen und Krisen, die es bei uns gibt. Es reicht, wenn man sie fragt, sie werden immer Antworten geben. Das kann sich um den Schutz der Erde und der natürlichen Ressourcen handeln oder um die Unterstützung bei der Bewältigung von Umweltproblemen oder die Förderung des Friedens und der Harmonie auf globaler Ebene handeln. Die Sternenfreunde haben all dies, was wir im Moment auf der Erde erleben, schon lange durchgemacht und teilen ihre Erfahrungen aus den früheren Zeiten gerne mit uns. Auch waren sie schon auf der Erde und haben zum Beispiel Atombomben entschärft, damit es bei uns nicht zu einem ganz großen Krieg kam. Also sie sind tatsächlich, wenn es mal hart auf hart kommt, für uns da. Sie helfen uns auch, wenn wir jetzt zum zweiten Punkt kommen, dabei unser Bewusstsein zu erweitern. Sie geben uns neue Perspektiven und erinnern uns daran, dass wir Teil eines größeren kosmischen Ganzen sind und möchten uns dabei unterstützen, unsere Verbindung zu den höheren Bewusstseinsebenen, unseren eigenen multidimensionalen Aspekten und auch zu anderen Wesen im Universum zu erkennen. Dies ist ein sehr interessantes Gebiet und es ist so spannend, wenn du mal so eine Erfahrung machst. Und vielleicht, wenn du am Ende diese kleine Übung machst, kann es ja sein, dass du den Kontakt herstellen kannst und dann einen Wunsch äußern wirst. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Es geht um unseren Lichtkörper. Sternenfreunde helfen gerne bei der Aktivierung unseres Lichtkörpers oder bei der Aktivierung des multidimensionalen Aspektes unserer Existenz. Das bezieht sich darauf, dass wir erkennen, dass das Universum unendlich ist und wir ein Teil davon sind und unsere Entfaltung auch unendlich ist. Wir besitzen in unserer DNA potenzielle spirituelle und energetische Aktivierungsmuster. Und durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel die Hilfe und die Unterstützung der Sternenwesen durch Energieübertragungen mit verschiedenen Energien, können diese Muster aktiviert werden. Und das lege ich euch sehr ans Herz. Wenn ihr die Gelegenheit habt, dann lasst dies bei euch machen, um an diesem Wachstum dabei zu sein.
Dies geschieht übrigens auch, wenn du zum Beispiel ein Buch von mir liest, das kosmische Wissen der Plejade oder das kosmische Wissen von Andromeda. Denn die Sternenwesen haben mir versichert, dass in jedem Wort, was ich niedergeschrieben habe, also in ihren Botschaften, diese Energie schwingt. So kannst du dich jetzt schon freuen, falls du das Buch schon gelesen hast. Dann kommen wir zum vierten Punkt, die Erweiterung des Bewusstseins. Da dazu gehört natürlich auch die Erhöhung unserer Schwingungsfrequenz. Durch die energetische Präsenz der Sternenwesen oder ihrer Botschaften geschieht es fast wie von ganz allein, dass sich unsere Energie erhöht, wenn wir so eine Botschaft anhören. Dabei wird unsere DNA auf die Schwingungsebenen abgestimmt und wir erhalten Zugang zu erweitertem Wissen, zu höherer Intuition und zu unseren spirituellen Fähigkeiten. Es bedeutet, wenn du eine Botschaft von einem Sternenwesen erhältst, schwingen diese Energien automatisch zu dir hinüber und helfen dir, dein Bewusstsein zu erweitern. Und jetzt kommen wir zu dem fünften Punkt, und das hast du vielleicht noch nicht so deutlich gehört. Denn es geht hier um die Aktivierung von schlafenden Genen. Das bedeutet, dass Sternenfreunde uns dabei helfen können, schlafende oder ruhende Gene in unserer DNA zu aktivieren. Diese Genaktivierung könnte dazu führen, dass wir ein viel größeres Potenzial in uns entdecken und eine erweiterte Bandbreite an Fähigkeiten, Intelligenz oder spirituellen Kräften entwickeln werden. Dann kommen wir zum sechsten Punkt der DNA-Heilung und Regeneration. Es ist, denke ich, schon lange bekannt, und das habe ich auch in meinem Buch von den Plejaden beschrieben, dass die Sternenfreunde uns dabei helfen bei der Regeneration und Heilung unserer DNA. Das geht durch energetische Übertragungen, durch Lichtwellenübertragungen, durch Licht- und Schallfrequenzen und bestimmte Heilungstechniken, die sie mit uns machen und uns sogar in ihnen lehren. All dies wirkt so, dass Blockaden oder Disharmonien in unserer DNA sich lösen und die natürliche Ordnung und Balance wieder in uns hergestellt wird. Ich habe da auch ganz viel in meinen zwei Büchern geschrieben, das kosmische Wissen der Plejade und das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, darfst du gerne auf den Link unter dem Podcast klicken und dich weiter informieren. So, und jetzt lade ich dich ein, an dieser Übung teilzunehmen, wie du mit den Sternenwesen Kontakt aufnehmen kannst. Lass uns also beginnen. Finde für dich einen ruhigen und ungestörten Ort, an dem du dich wunderbar entspannen kannst. Setze dich bequem hin oder leg dich hin, ganz wie du möchtest. Schließe deine Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Lass dabei die Anspannung und den Stress los, während du ausatmest. Wiederhole dies dreimal. Dann stelle dir vor, wie dich ein sanftes, beruhigendes Licht berührt und dich vollkommen umgibt. Fühle, wie dieses Licht dich umhüllt und eine schützende und liebevolle Atmosphäre entsteht. Und nun stell dir in Gedanken vor, dass du eine liebevolle Verbindung mit den Sternenwesen herstellen möchtest. So sage jetzt leise oder in Gedanken diesen Satz: Ich öffne mich für die liebevolle Präsenz und die Führung der Sternenwesen. Und nun sei offen und empfänglich für jegliche Wahrnehmungen, Bilder, Gedanken oder Gefühle,
die jetzt auftauchen werden. Erwarte nichts Bestimmtes, sondern sei einfach bereit zu empfangen. Und sei ganz sicher, dass du dich in einem geschützten Raum befindest und nur positive Botschaften zu dir kommen. Visualisiere nun diese Verbindung. Stelle dir vor, wie du von einem funkelnden Sternenhimmel umgeben bist und fühle die Präsenz der Sternenwesen um dich herum. Stell dir vor, wie sich eine liebevolle Verbindung und Kommunikation zwischen ihnen und dir aufbaut. Und nun stell deine Fragen. Oder teile sie in Gedanken mit. Du kannst das mental oder laut tun. Alles ist richtig. Und du kannst nichts falsch machen. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, um Fragen und Antworten zu bekommen. Nach einer Weile, wenn du Antworten bekommen hast oder Bilder oder Töne oder Farben empfangen hast, bedanke dich bei den Sternenwesen und komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen und sei wieder ganz da. Ich danke dir, dass du heute hier warst, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne liken, teilen, und du darfst auch meinen Kanal abonnieren, denn es ist wichtig, dass andere Menschen erfahren, was die Sternenfreunde für uns alles tun. Und so wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Wir sehen und hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.